liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 24. Juni 2020, 15.13 Uhr, hier auf Akairo. Nun das Neueste für heute. Morgen verabschieden wir uns auf Akairo von unserer Freundin Carloa. Es ist kein leichter Abschied. Wir wünschen ihr viel Glück bei ihrem nächsten Abenteuer. Schaut heute nochmal für ein letztes Gespräch bei ihr vorbei und nehmt vielleicht Taschentücher mit. Und dann, damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, und damit hello and welcome back zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Wie es Melinda schon richtig angekündigt hat, Carloa kam gestern, als ich noch ein paar Sachen hier vorbereitet habe, zu mir und sie hat nachgedacht, darum wegzuziehen. Und ich habe mir gedacht, du kannst gerne auch gehen. Also, ich muss das anders formulieren. Also, sie kam gestern zu mir und meinte, sie würde gerne in die große, weite Welt hinausziehen und auch andere Inseln besuchen. Und da habe ich mir gedacht, ja, kannst du machen. Dann können wir wieder neue Bewohner bekommen und sie kann ihr Leben weiterführen. Und darum habe ich sie ziehen lassen. Und morgen wird wahrscheinlich wieder eine Folge von wir besuchen Meileninseln und suchen nach neuen Bewohnern. Was ich gestern noch gemacht habe, ich habe hier oben noch ein paar Steinchen platziert. Und mir ist gestern Abend so eine Idee gekommen. Ich finde ihn übrigens mega geil. Ich bin so stolz darauf, dass wir es endlich gemacht haben. Ich hätte gerne, ihr wisst ja, wie mein Grundstück da oben aussieht und das sieht sehr chaotisch aus. Und bevor wir irgendetwas bei meinem Grundstück machen, verabschieden wir uns noch vor. Von Carloa. Wo wohnen sie noch gleich? Ach, da. Hier müsste sie wohnen. Ja, hier wohnt Carloa. Reden wir das letzte Mal mit ihr und ihrem Kind. Und sie hat sogar die Bluse an, die ich ihr geschenkt habe. Ich hatte gehofft, dich nochmal mit dir zu sprechen, bevor ich abfahre. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir beim Entschluss zum Umzug noch mal einen Schubs gegeben hast. Aber etwas wehmütig macht mich der Abschied natürlich. Leb wohl, Sonne. Ja, sie hat mich übrigens vorgestern irgendwie auch noch gefragt, ob sie mich anders nennen darf. Eben Sonne. Und da habe ich auch gesagt, ja. So. Ich habe mir ein paar Ideen gesucht, was wir noch machen können. Ich kopiere nichts. Ich tue das selber inspirieren. Aber die einzige Idee, die ich gerne machen würde, wäre, dass ich den, dass ich solche Plateaus mache. Und den Leuchtturm da oben drauf stelle. Ich habe den schon immer ein bisschen zu klein gefunden für einen Leuchtturm. Wenn man da hinten irgendwo bei den anderen Inseln ist, sieht man das Leuchten von dem Leuchtturm gar nicht, wenn der so weit unten steht. Deswegen habe ich einen Plan. Und zwar, das ist nicht so. Also ich habe mich inspiriert, ja, das kann ich sagen. Aber wir machen ein bisschen etwas anderes. Und zwar, mir kam die Idee gestern, ich weiß nicht, ob die gut aussieht oder nicht. Ich würde gerne von hier, also da wo jetzt der Schmetterling steht, so hier so ein kleiner Fluss abfließen lassen. Vielleicht von hier nach da, so hüp. Dass wir dann bei dieser Landzunge rauskommen und hier dann runter den Wasserfall. Wir fangen einfach mal an und dann, bei den Plateaus, die ich dann baue, auch nochmal, dass wir dann zwei Flüsse so ineinander laufen lassen. Und dann können wir noch dekorieren. Ich habe auch schon, ich kann auch nachher, oh, Kacke.
Oh nein, meine Designerschaufel ist kaputt gegangen. Nicht so schlimm, wir haben Gott sei Dank noch Reserve. 2 Meilen-Tickets haben wir noch, dann kaufen wir morgen einen oder nach der Folge kaufe ich dann noch ein paar, dass wir morgen direkt in die neue Meileninsel-Folge reinstarten können. Mit Reden habe ich es heute irgendwie auch nicht so. So. Die Kinderschaufel. Ja, die Idee kam mir gestern so, weil, ja. Ich habe gestern auch noch ein paar... Zeige ich euch gleich, wenn wir nachher nochmal nach unten gehen. Ein paar Bäumchen gepflanzt. Vielleicht für später irgendwann mal. Und ich mache das jetzt kurz, sonst vergesse ich das nachher. Also einmal nur provisorisch. Da hinten ist so eine Baumplantage von mir. Die kommt dann weg. Hier habe ich die. Ich habe noch ein paar Tannen gepflanzt. Oh Mist, die funktioniert hier nicht. Kacke. Ich war mir nicht sicher, ob die funktioniert, deswegen habe ich sie einfach mal da gelassen. Und ich habe da gefunden, ich wusste nicht, was ich da hinten hin machen soll, deswegen gehe ich mal kurz gucken. Ah. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich noch ins Museum bringen soll. Hier habe ich noch ein paar Bäumchen gepflanzt. Irgendwie war mir das klar, dass der auch nicht funktioniert, aber... Hey. Sitze ich halt eben. Ich wollte so einen Durchgang mit Bäumen haben, deswegen habe ich hier mal ein paar Bäumchen gepflanzt. Mal gucken, ob da irgendetwas noch raus wird. Alright, dann machen wir jetzt uns endlich daran, das fertig zu machen. Das dauert auch wieder ewig. Die Schleuder habe ich gerade keine. Sollte ich auch noch kaufen gehen. So. Ich muss zuerst Platz schaffen. Das ist ja... Huch! Nein. Nein! Du sollst die Blume ausgraben. Dankeschön. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Insel-Designer-App. Heute ist übrigens so warm draußen. Ah. Hasse warm. Aber was soll man machen? Immerhin ist es jetzt immer ein bisschen wärmer. Oh, meine Taschen sind voll. Ah nein, oh nein, oh nein, oh nein. Meine Taschen sind voll. Birnensprosse. Ihr könnt hier hin, Blumchen. So. So, dann, würde ich sagen, hier. Ah, nice. Jetzt geht das schon wieder los. Ich will was abbauen. Aber ich denke, ich mache nur 2 bereit. So. Oder 3 breit sieht doch besser aus. Ah! I can't believe it. Wieso ist das so doof gemacht?
Es tut mir leid, ich hatte... Okay, ganz ruhig bleiben. So, nah an einem Gebäude. Da! Okay, okay. Fein, dann baue ich es halt noch da. Spiel. Tu mir so etwas doch nicht an. I hate it. So. Dann können wir hier noch eins. Bam. Sehr gut. Dann gehen wir auch ein wenig da nach unten. So. Ich versuche mal, also ich probiere es irgendwie hinzubekommen, dass wir mal Livestream machen können. Und dann gibt es mal einen etwas längeren Stream von Animal Crossing. Da können wir vielleicht zusammen brainstormen. Die Kirschlaterne muss weg. So. Perfekt, so. Jupp, das gefällt mir. So, jetzt müssen wir kurz nach unten. Ich sollte unbedingt mal die Treppe abbezahlen. Das gibt's doch gar nicht. So. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Ah. Werdet ihr dabei, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch bei einem Livestream dabei wärt. Sieht gut aus, oder? Wie gesagt, ich improvisiere gerade. Gut, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich suche mal kurz einen Platz für den Birnenbaum. Ich platziere den jetzt einfach mal da. Hallo Pingi. Ich brauche kurz ein paar Kirschen, damit wir die Bambusse kurz wegtun können. Ich würde die gerne da lassen, weil ich das irgendwie schön finde. Und ich habe übrigens ein paar Rosen dahin gepflanzt. Vielleicht gibt hier mal ein paar Rosensetzlinge. Eieieiei. So.
So. So, ich muss gucken, habe ich jetzt noch genug Platz im Inventar für den Leuchtturm? Nein, natürlich nicht. Okay, Barsch, du darfst einfach gehen. Ich wollte dich freilassen. Oh Mann, okay. Du kommst mit, dann holen wir uns die Plateau-Lizenz. Jetzt ist die Frage, wir sollten vielleicht hier erst anfangen, ne? Damit wir hier noch angeln können. Falls ein Geschenk oder so hier auftaucht. Und wir können dann vielleicht, wenn wir oben sind, den Wasserfall auch hier runterlaufen lassen. Das könnte vielleicht sogar gut aussehen. Wir testen das einfach. Ich meine, wir können auch noch von hier nach oben. Deswegen... Nein, das sollst du nicht machen. Nein, das sollst du auch nicht tun. Das sollst du tun, genau. Hier müssen wir noch einen hin platzieren. Ich meine, wir können eben hier hoch. Tun wir das mal ausfüllen kurz. Wieso? Also das Bauen macht mir im Animal Crossing einfach keinen Spaß. Weil es immer das macht, was es will und nicht soll. So. Runden wir hier noch die Ecken ab. Ja. Notfalls, wenn wir da hinten angeln wollen, können wir ja hier hin. Ich meine ja nur. Also hinten, hier hinten können wir ja. So. Ich würde es trotzdem noch ein bisschen bis ungefähr hier bauen. Dass wir hier trotzdem noch durchlaufen können, aber trotzdem ein... Na, wie sagt man dem? Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Perfekt, jetzt müssen wir mal noch ein bisschen nach oben. So. So. Thank you.
Perfekt. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Hier abrunden. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich will hier nicht entfernen, ich will es wieder hinbauen. Dankeschön. Perfekt. Hallo? Okay, I'm sorry, ich muss noch mal kurz runter. Ich will ja nicht entfernen, ich will anbauen. Mann! Ich will's nicht! Dankeschön. I'm sorry, das macht mich aggressiv. So. Hallo. All right. Ich will doch... I'm sorry.
Okay. Wisst ihr was? Wir reißen es einfach wieder ab. Ich habe keine Nerven mehr für so etwas. Ja, vielleicht nicht alles, aber... So. Ich hoffe, der Leuchtturm hat Platz. Natürlich. Perfekt. Fällt mir nicht. I hate it. Okay, wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt zu doof. Ich reiß das da oben wieder ab und mach's auf eine Ebene. So. So. Mach's jetzt wieder zu, Mensch. Sorry, aber das macht mich aggressiv. Es funktioniert einfach nicht. Mann! Ich überlege mir das noch zweimal, ob wir das nochmal machen, so eine Erhöhung in unserer Insel. So. Thank you.
So. Heute ein bisschen eine längere Folge, aber ich will das noch kurz fertig machen. Sehr gut, jetzt gefällt es mir schon nicht ganz, aber besser. Ich lade mir denn noch solche geraden Designs runter. So. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. So. Okay, jetzt Concentration, dann haben wir es gleich hinter uns. Ich habe so das Gefühl, ich komme nicht drum herum, das noch ein bisschen größer zu machen. Habe ich gesagt, du sollst es kaputt machen? Nein!
gucken, ob ich so da hinkomme. Okay. So. Okay, ich nehme ihn jetzt nochmal weg. Ah, das ist wahr. So, jetzt hat er dann endlich die Form, die ich haben möchte. So, jetzt aber. So, jetzt nehme ich kurz meinen Sprungstab in die Hand. So. Mach hier noch kurz. Hier ein Steinchen. So. Vielleicht ein bisschen größerer. Hier hat es vielleicht sogar noch einen Bambusplatz. Oder auch nicht. Ist auch okay. Wir machen in der nächsten Folge das da weiter. Aber die Grundform steht schon mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend. Oder wenn ihr das Video auch immer guckt. Ja, bye!